So, wir wollten die Verteidiger nach Skynerd oder Skynerd. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, was die Namen angeht, weil die irgendwelche geheimen Bedeutungen haben könnten. Also ja, du fliegst jetzt nach Skynerd. Was haben wir noch? Haben wir noch mehr Verteidiger hier? Kreuzer, Verteidiger, Laser 1. Nur zwei Stück. Verteidiger Simpel. Leg dich mal zusammen mit den kleinen Einzelnen da. Und schmeiß dann ein paar davon raus. Ich nehme mal die ganz alten Fregatten. Die benutzen wir eigentlich eh kaum noch. Weil die nur Laser hatten, genau. Anstatt die auszumustern, schicke ich die einfach zu den ganzen Planeten jetzt hin. Also euch teilen wir jetzt mal. Und zwar machen wir die lieber 10er-Packs, weil die halt schwächer sind als die Kreuzer. Und dann teilen wir dich noch. Nein, teilen wir dich nochmal. Nochmal ein 10er-Pack. So, und nochmal. Noch ein 10er-Pack. Okay. So, jetzt müssten wir hier drei neue Flotten haben. Genau, und die schicken wir jetzt einfach random zu irgendwelchen Planeten bei uns in der Nähe, damit sich da kein anderer festsetzen kann. Jedenfalls nicht so schnell. Die haben wir schon. Hier unten wäre noch ganz praktisch, aber ich glaube, so weit kommen die nicht. Also fünf fliegen schon mal nach Beethoven. Kommt hier jemand hin? Nach Orange. Ja, sehr schön. 6 Jahre, ja, das ist okay. Gut. Also wir kommen mit unserer Abdeckung langsam voran. Aber ja, doch, das Spiel nimmt langsam Tempo auf. Wobei ich daran denken muss, mit dem Tempo nicht mitzugehen, sondern immer schön durchzuatmen. Wie den ganzen Schiffen, die hier überall rumfliegen, die übersehe ich immer. Also drei Stück fliegen anscheinend Richtung Aquarius. Die werden da aber nichts ausrichten können. Ich finde es allgemein komisch, dass die KI so eine Kamikaze-Taktiken benutzt. Wie hier auch schon wieder. Die drei fliegen jetzt auf Nether Region. Obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass hier eine Flotte ist. Oder sehen die das nicht? Sehen wir gegnerische Flotten im Orbit? Scorpius? Wir sehen da jede Menge Flotten. Aber wir haben auch einen Voyeur da. Na, das könnte sein, dass sie gar nicht wissen, wie viel Verteidigung wir haben. Und die das so austesten. Außerdem ist die KI ja nur auf normal, beziehungsweise einer auf schwierig eingestellt. Na gut, behalten wir auch im Auge. Weitere Nachrichten. Wir haben ein seltsames Handelsschiff. Die sind nicht mehr selten. Also ja, da steht nicht selten, aber eigentlich hatte ich so im Gefühl, dass die selten sein müssten, weil die Forschungssachen, die die freischalten können, teilweise sind sehr mächtig. Aber na gut. Sobald wir alle Sachen haben, die wir brauchen, von denen ignorieren wir die einfach. Aber das kann eine Weile dauern. Wir hatten noch eins, das wir abfangen wollten, richtig? Mit denen da. Die sind noch 3 Jahre unterwegs. Und der Händler ist nicht mehr allzu weit weg, denke ich mal. Genau, da. Ein. Nee. Da ist irgendwo eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, der braucht noch eine ganze Ecke. Das heißt, wir müssen ungefähr da sein, wo er auch sein wird, und dann müssen wir noch manuell abfangen, glaube ich. Nee, gar nicht, automatisch abfangen. Aber das sehen wir dann, das ist noch lange hin. Weitere Nachrichten. Raumschiff vernichtet 5 Zerstörer, die Flotte von 2 Blades. Deine Flotte wurde beschädigt. Ja, ist okay. Weiter. Ein Voyeur wurde vernichtet, und zwar da unten. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr da spielen. Warum ist Wetter wohl hier noch angezeigt? Scorpius, in einer Auseinandersetzung wurden weder deine Flotte, achso, noch die 14 Blades vollständig vernichtet. Wow. Oh, das sind eine Menge Blades. Aber wir sind einfach schneller gewesen. Und der kann nur im Nahkampf schießen. Okay. Das sind Genies. Genies müssen wir im Auge behalten. Also sind 14 schwache Schiffe. Aber wo 14 sind, können auch bald 140 sein. Ja, sobald die Antriebe da sind und die Waffen da sind, schön Raumschiffe designen, das wird erstmal eine ganze Folge dauern, denke ich mal. Weil wir halt alles neu basteln müssen und auch übersichtlicher benennen. Aber ja, sobald wir das alles fertig haben, statten wir den da unten und den da unten und den da und überhaupt allen anderen in der Nähe einen richtig guten Besuch ab. Also das war es erstmal an Nachrichten. Nee, 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 nee. Die sind alle auf Kamikaze-Kurs. Du
Schnappst dir Arpeggio. Da warten aber schon Verteidiger, genau. Nö, gut. F9. 5 Schlachtaufzeichnungen. Okay, das werden die Kamikaze-Dinger sein. Weiter. Verteidiger Beethoven hat alle Befehle ausgeführt. Sehr gut. Verteidiger Ho hat alle Befehle ausgeführt. Sehr gut. Transport Simpel 2 ist wieder zu Hause angekommen. Und kann mal die ganzen Ärzte abladen. Schwupp, schwupp, schwupp. Du brauchst die jetzt nicht mehr für den Händler. Sehr gut. Weiter. Raumstation bei Wallaby hat 5 neue Verteidigerlaser gebaut. Wallaby. Wollen wir die gleich weiterschicken? Also ja, er hat die letzten Runden allgemein schon immer weitergeschickt. Aber langsam sollten wir auch mal für ihn was hinstellen. Also, Ho wurde bevölkert, obwohl wir da was hingeschickt haben. Das ist komisch. Der hat schon was. Scurvy hat noch keine und ist auch bevölkert. Ich glaube, ich schicke die jetzt einfach schon mal dahin als Schutz für die Bomber später. Also, Kreuzverteidiger Laser, du bist jetzt Name. Verteidiger. Wie hieß das Ding? Scurvy? Irgendwie so. Dahin. Und gleich neu bauen. Ja, ich weiß, du willst eigentlich deine Fabriken bauen, aber das ist jetzt wichtiger. Davon bauen wir jetzt mal 10 Stück. Okay. Nächste Nachricht. Raumschlacht vernichtete deine 5-mal Verteidigerlaser 1, die Flotte Silent Mule. Deine Flotte wurde jedoch beschädigt. Wo? Hier. Verteidiger Agrippo. Wie konnten wir unseren Schaden angucken? Ah, 1% Schaden. Also ich denke mal, das heißt dann, er hat wirklich 1% Schaden und er ist nicht auf 1% Hülle runter. Das wäre nämlich komisch. Gucken wir uns mal kurz den Kampf an. Ja, vor allem alle 5 Schiffe auf 1% Hülle runter wäre sehr abwegig. Ja, also die Schadensanzeige hier sagt uns, dass 5 Schiffe zu 1% beschädigt sind. Also nur ein Lackkratzer, ist okay. Wieder was dazugelernt, sehr schön. Vorwärts. Bei einem Aufeinandertreffen wurde deine Flotte 5-mal Zerstörer leicht von 5-mal... Oh. Oh. Von, also unsere Flotte 5-mal Zerstörer 1 leicht. Das waren, glaube ich, die allerersten. Wurden von 5-mal Blade vernichtet. Das heißt, deren Design ist schon mal unserem überlegen. Die gegnerischen Schiffe wurden beschädigt. Das gucken wir uns doch mal an. Also 5 von uns gegen 5 von denen. Beide gleiche Reichweite. Und die sind auf. Hä? Die haben nur 1% Schaden genommen von dem ganzen Hin- und Her-Geschieße. Wir haben 91 Schaden. Wow. Das ist mal schlecht. Okay. Und das war wo? Das war hier unten, ne? V? Ja, war bei Nickel. Blade 11. Anzahl 5. Ja, gut. Wir brauchen echt die neuen Schiffe. Und warum hat Kieche so viele Minenleger? Also ein großes Minenfeld. 5. Du hast gar keine Minen. Doch. Das ist ein Transporter. Fregatte Minenleger. Au, die wurden nicht zusammengelegt mit denen da. Ah, okay. Also hat nur ein Minenleger gerade produziert. Deswegen war das so klein. Und mit den größeren Minenfeldern, also wenn die alle so groß sind wie bei Kiche, hier überall, dann haben wir auch weniger Probleme mit dem ganzen kleinen Viech. Hoffe ich einfach mal. Also ihr seid jetzt... erst Job, dann Planet. Minenleger... Equilus. Equilus. Equilus? Na gut. Vorwärts. Es fand eine Schlacht gegen Trizoid statt. 59 deiner Streitkräfte zerstörten ohne eigene Verluste alle feindlichen Flotten. Das war, glaube ich, nur ein Schiff. Ne, 3 Schiffe. Ja, unser neuestes Design ist auch am erstes dran.
Muss aber recht nah rankommen, weil es halt nur zwei Felder schießen kann. Ja, okay. Weiter. Unser Voyeur wurde von 23 Streitkräften vernichtet. Hier unten. Hatten die nicht gerade erst 14? Oder war das das andere Ding? Es fand eine Schlacht gegen Trizuit statt. 12 deiner Streitkräfte zerstörten ohne eigene Verluste alle feindlichen Flotten. Das war hier, das war die Kamikaze-Aktion. Langstrecke 2 hat alle Befehle ausgeführt. In Wallaby. Transport Wallaby ist 20. Transport Langstrecke. Wofür warst du da? Du fliegst mal nach Hause und wird verschrottet. Allgemein müssen wir eh unsere ganzen Transporter demnächst verschrotten und neue bauen wegen dem besseren Antrieb, aber ja, die können auf jeden Fall schon mal verschrottet werden. Und das war's mit den Nachrichten. Lauter einzelne, die nicht wirklich gefährlich sind. Da schicke ich nichts hin. Hier haben wir noch Voyeure rumstehen, die werden aber auch bestimmt bald abgeschossen. Ja, Forschung. Forschung sagt, Antriebe ist in 2 Jahren fertig. Transstar ist viel zu weit weg. Oh, wir haben ja schon unseren neuen Antrieb. Stimmt, als nächstes brauchten wir die Waffen, um unsere Schiffe neu zu designen. Aber wir könnten jetzt schon mal alle Schiffe designen, die keine Waffen haben sollen. Ja, das mache ich doch, glaube ich, mal. Obwohl Elektronik, Gazellenscanner. Im. 225 Lichtjahre, Delfinscanner, 220, der kann aber auch Planeten scannen, unfeindliche Flotten. Ja, also Delfinscanner bräuchten wir eigentlich für unsere Voyeure, auch wenn ich die gleich mal umbenennen werde im Schiffsmenü, weil das klingt mir einfach zu komisch. Ja, also das brauchen wir auch, bevor wir anfangen können, unser Flottendesign. Wir haben echt viel zu tun. Na gut, fertig. Was ich ein wenig vernachlässigt habe, ist der Aufbau der Planeten. Also wir haben ja unser Wallaby Simple Equeus Trupp hier. Der Rest wird immer noch aufgebaut. Oh, die sind schon fast fertig. Fabriken. Das ändern wir mal. Bergwerke brauchst du gar nicht mehr, nehmen wir alles raus. Bergwerke bist du fertig. Du bist auch schon fast am Bevölkerungslimit. Es war 1,2 Millionen. Also kannst du noch ein bisschen wachsen. Du brauchst aber auf jeden Fall noch 300 Fabriken. So, das schaffen die alles in 1 bis 5 Jahren. Guck mal, 1 bis 5, 1 bis 5. Warum steht immer noch 1 bis 5? Na gut, du brauchst erstmal nur Fabriken. So, damit wird der auch abgedeckt. Beauregard, du bist ein ganz kleiner. Der nächstgrößere müsste Nether Region gewesen sein. Fast 900.000 von einem Maximum von 1,1 Millionen. Und ändern. Du brauchst jede Menge Fabriken, du brauchst kaum noch Bergwerke. Und du brauchst eigentlich auch noch Verteidigung. Das heißt, wenn die Fabriken durch sind, das machen wir mal anders, wir löschen das mal. Schicken jetzt 700 Fabriken in die Liste. Oh, das dauert mal eben 24 Jahre. Und wir haben dafür eigentlich nicht genug Ressourcen. Naja, was? Und drunter machen wir nochmal Erztransformationen nach Bedarf. Okay. Ja, also da sollten wir eigentlich mal Erze hinschicken. Equeus hat recht viel über. Komm, du, Transporter. Einmal Germanium. So, fliegt nach Nether Region, Auftrag Transport, Blitz entladen und danach wieder nach Equeus zurück. So, damit die da genug Ressourcen haben, um die ganzen Fabriken aufzubauen, weil 25 Jahre zu warten, finde ich doch ein wenig albern. So, die hier waren alle recht klein, richtig? 185.000, du warst okay, hast aber ebenfalls keine Ressourcen, jedenfalls nicht die richtigen. Da kannst Simple mal was hinschicken. Das ist Transport Simple 2 zum Beispiel. Du lädst auch mal so jede Menge Germanium ein und fliegst damit nach Deneb. Ebenfalls Transport.
Blitz entladen und wieder zurück. 8 Jahre braucht er hin und zurück. Das ist okay. Also die beiden werden schon mal unterstützt. Kiche unterstützt sich selber. Der hat auch nicht genug. Okay, Simple Transport 1. Du lädst dich bitte auch halb voll mit Germanium. Und vielleicht noch ein bisschen davon. So. Und fliegst nach Kiche. Transport. Blitz entladen. Zurück nach Simple. So. Der und der werden mit Erzen versorgt, damit sie schnell ihre Fabriken bauen können. Damit sie ihrerseits wieder schneller Sachen herstellen können. Wir haben überallhin Flotten unterwegs, jedenfalls zu den meisten Planeten. Ah, ist mir aber irgendwie alles zu wenig. Vor allem zu wenig Erz. Was ist mit dem Planeten hier hinten? Der hat ganz gute Werte, vor allem Germanium schön hoch. Makrohard, um nicht zu sagen Microsoft, der hat richtig schön viel Germanium. Den sollten wir im Auge behalten. Ja, umbenennen können wir ihn immer noch nicht, sonst würde ich ihn gleich zu Germanium Mine umbenennen. Ja, na gut, wir sind mit der Runde fertig. F9 und ein kurzer Cut, also bis gleich.